Im Dezember 2022 habe ich meinen ersten Tesla abgeholt und mittlerweile hat das Model 3 über 50.000 Kilometer runter. Ich benutze es im Alltag und bin teilweise über 1.000 Kilometer an einem Tag quer durch Deutschland unterwegs. Letztes Jahr war ich in Schweden und habe einen Camping-Roadtrip mit dem Tesla gemacht und ich habe an einem echten Trackday auf der Rennstrecke teilgenommen. In diesem Video werde ich euch ganz ehrlich und transparent von meinen Erfahrungen nach über 50.000 Kilometern mit dem Model 3 berichten und ob ich die Entscheidung zu Tesla zu wechseln bereut habe. Mir geht es auch nicht darum, euch zu erklären, dass dieses Auto perfekt ist. Das ist es auf gar keinen Fall. Sonst hätte ich auch nicht so viel daran modifiziert, vom Fahrwerk bis hin zu den Bremsen. Aber eins nach dem anderen. Wenn ihr schon dabei seid, abonniert gerne kostenlos meinen Kanal, um auch in Zukunft keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Die wichtigste Frage, wie geht es dem Akku? Der bei mir verbaute Akku im Model 3 hat über 230 Ladezyklen durch, also vollständige Ladevorgänge von 0 bis 100%. Stand jetzt hat der Akku eine Abnutzung von 5,3%, was bedeutet, dass ich noch immer eine Restkapazität von 74,7 Kilowattstunden habe. Also ja, der Akku wird zwar abgenutzt, aber es ist noch vollkommen im Rahmen und liegt sogar über dem Durchschnitt, den Tesla allgemein für das Model 3 angibt. Die maximal mögliche Reichweite, die das Fahrzeug schafft, laut eigenen Berechnungen vom Battery Management System, sind 472 Kilometer, was echt eine gute Reichweite ist. Allerdings muss ich euch ganz ehrlich sagen, dass man die auch nur in der Stadt oder auf der Landstraße mit besonders entspannter Fahrweise hinbekommt. Auf der Autobahn sind es dann eher so 330 bis vielleicht mal 400 Kilometer, wobei ich die ehrlicherweise auch kaum schaffe, weil wenn es der Verkehr und auch die Straßenverkehrsordnung zulässt, dann fahre ich auch ganz gerne mal über 200 und dann bin ich froh, wenn ich mit einem Akku 200 Kilometer weit komme. Und wenn man wirklich es komplett übertreibt, einfach nur Vollgas fährt, also Pedal auf dem Boden, 260 km/h, dann schafft man es auch, den Akku in 100 Kilometern leer zu bekommen. Mein Verbrauch ist mit 25,6 Kilowattstunden im Durchschnitt auf 100 Kilometern verhältnisweise hoch. Ich muss aber dazu sagen, ich fahre super viel Autobahn, ich fahre super gerne schnell und zügig und ich habe mich für das Model 3 Performance entschieden, weil ich die Leistung haben möchte und die auch ganz gerne mal, wenn es möglich ist, ausfahren will. Hätte ich ein besonders effizientes Fahrzeug haben wollen, dann hätte ich die Heckantrieb-Variante genommen, weil die ist noch mal ein ganzes Stück effizienter. Auch in der Stadt kann ich mit dem Model 3 Performance 12 Kilowattstunden ganz entspannt auf 100 Kilometern fahren und auf der Autobahn, wenn ich mit 130 bis 150 fahre, dann liegt der Durchschnittsverbrauch bei 19 bis 21 Kilowattstunden, also auch deutlich unter dem, was ich verbrauche, wenn ich schneller fahre. Die Kosten für eine vollständige Akkuladung vom Model 3 sind stark abhängig davon, welchen Tarif man benutzt und auch wo man laden möchte. Erfahrungsgemäß sind aber die Tesla Supercharger aktuell tatsächlich die Charger, wo man am schnellsten und am günstigsten laden kann, weil sich die Preise pro Kilowattstunde hier so zwischen 35 bis 45 Cent bewegen. Ihr könnt aber auch langfristig eure Stromkosten senken und zwar mit einem Balkonkraftwerk. Mittlerweile gibt es auch ziemlich simple Lösungen, wie zum Beispiel von Anker Solix das neue RS50B, was sie mir freundlicherweise zugeschickt haben, damit ich das Ganze selbst ausprobieren kann. Das Balkonkraftwerk besteht aus zwei Regrid-Solarpanels mit jeweils 540 Watt Leistung, dem Wechselrichter, Kabeln und Werkzeugen für die Installation und natürlich ganz wichtig die Solarbank als Hauszwischenspeicher mit einer Kapazität von 1,6 Kilowattstunden. In der Solarbank sind übrigens LFP-Zellen verbaut und die kennt man zum Beispiel aus dem günstigsten Tesla Model 3. Und das Coole an diesen Zellen ist, dass die besonders langlebig sind und problemlos über 6000 Ladezyklen aushalten ohne einen ernsthaften Leistungsverlust. Damit soll sie doppelt so lange halten wie von anderen Herstellern und 10 Jahre bekommt ihr darauf Garantie. Mit der Anleitung habe sogar ich es geschafft, dieses Balkonkraftwerk einzurichten. Es ist wirklich super simpel, Plug and Play. Ihr könnt da eigentlich nichts falsch machen und über die Smartphone-App könnt ihr dann immer im Blick behalten, wie viel Strom gerade produziert wird, wie viel davon in den Akku geleitet wird oder wie viel ihr ins Hausnetz einspeist. Wieland hat seit September seinen Anker Solix Balkonkraftwerk mit zwei 400 Watt Panels in Betrieb und seitdem hat er knapp 350 Kilowattstunden selbst erzeugt. Bei einem Strompreis von 40 Cent pro Kilowattstunde sind das schon 140 Euro weniger auf der Stromrechnung. Mit den beiden 540 Watt Modulen hätte ich im gleichen Zeitraum schon mehr Strom produziert. Wie viel genau werde ich jetzt auch in den nächsten Monaten rausfinden und dokumentieren. Besonders effektiv ist es, tagsüber die Solarbank aufzubauen.
aufzuladen, damit dann in der Nacht der gespeicherte Strom die Grundlast decken kann. Und alles, was ihr darüber hinaus produziert, könnt ihr direkt selbst verbrauchen. Mit einem späteren Update kann der Wechselrichter noch von 600 auf 800 Watt Leistung eingestellt werden. Das ist dann besonders praktisch, wenn sehr viel Strom produziert wird und ihr einspeisen wollt. Ich habe die Anlage bei uns am Studio aufgebaut und eingerichtet. Bis auf einige Ausnahmen, wo die Leistung auf 744 Watt gefallen ist, wurden auch konstant 800 Watt erreicht. Da beide Paneele zusammen 1080 Watt erreichen könnten, werden auch die 800 Watt Maximalleistung vom Wechselrichter leichter erreicht, als wenn beide Paneele zusammen im Peak maximal 800 Watt produzieren könnten. Bis zum 31. März bekommt ihr noch 550 Euro Rabatt auf den Kauf von diesem Balkonkraftwerk. Den Link mit allen Informationen habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Kurz vor den 50.000 Kilometern musste ich zum ersten Mal wegen einem Garantiefall am Model 3 in die Werkstatt. Eines Morgens steige ich in meinen Tesla, will losfahren und sehe nur die Information: Audiosystem nicht verfügbar, Hupe und mehr ohne Funktion. Ja, da ist einfach der Boombox-Lautsprecher, der außen verbaut ist, kaputt gegangen. Ich wusste das bisher auch nicht, aber die Hupe läuft da drüber, dann läuft das Avas-System da drüber, die Lock-Sounds, wenn ich mich vom Tesla entferne und der verriegelt wird, das läuft auch da drüber und auch die Funktion, dass ich Musik über den Außenlautsprecher wiedergeben konnte, ging auf einmal nicht mehr. Also es war eindeutig, dass dieser Lautsprecher kaputt ist. Ich finde es aber ziemlich fatal, dass mir das im Display nur so als grün markierte Information angezeigt wurde und nicht als sicherheitsrelevanter Mangel, weil ohne Hupe und ohne das Avas-System kann das ja ein Sicherheitsrisiko sein. Aber gar kein Problem, ich habe mich beim Tesla-Service gemeldet, habe denen das Problem geschildert. Die haben eine Diagnose durchgeführt, das neue Ersatzteil bestellt und kostenfrei ausgetauscht. Also Riesenkuss geht raus an das Tesla Service Center hier in Leipzig. Vor dem Tesla hatte ich einen Polestar 2 und das war mein erstes Elektroauto. Das Design, das liebe ich auch noch immer und auch vom Fahrgefühl her war der Polestar 2 echt ein richtig geiles Auto. Aber gerade im Hinblick auf die Reichweite, Ladeleistung und die Software bin ich froh, jetzt einen Tesla zu haben. Beim Tesla habe ich mich aber immer über die Scheinwerfer aufgeregt und zwar nicht nur, weil die Fernlichtautomatik selbst ziemlich schlecht ist, sondern auch, weil die Fernlichtautomatik keine Fahrzeuge ausblenden kann. Also die Matrix-LED-Funktion konnte der Tesla bisher nicht. Und mein Polestar wiederum, der war darin ziemlich gut. Der konnte bis zu 5 Fahrzeugen gleichzeitig ausblenden und das Fernlicht war trotzdem noch aktiviert. Und allgemein haben die Scheinwerfer einfach deutlich bessere Arbeit geleistet als hier im Model 3. Aber wusstet ihr das? Bereits seit dem Facelift 2020, wo die Wärmepumpe eingebaut wurde und die neue Mittelkonsole, jedes Model 3 und auch Model Y mit LED-Matrix-Scheinwerfern ausgestattet wird, die eben nur softwareseitig deaktiviert waren. Tesla hat jetzt angekündigt, dass sie ein kostenloses Software-Update rausbringen, was die Matrix-Funktion freischaltet. Bei jedem Fahrzeug, wo diese Hardware bereits verbaut ist, das heißt auch mein Model 3, wird mit dem nächsten Update die Matrix-LED-Funktion bekommen und alles, was ich bisher in den Videos gesehen habe, sieht extrem vielversprechend aus. Es soll super zuverlässig funktionieren und genau darauf bin ich so gespannt, weil es am Ende ein Upgrade vom Fahrzeug ist, wo man bei anderen Herstellern bei der Konfiguration vom Neuwagen schon das Häkchen setzen muss, was einen dann 1500 bis 3000 Euro mal locker kostet, damit man diese Fernlicht-Matrix-LED-Funktion hat. Und Tesla bringt es jetzt als Update einfach kostenlos auf jedes Fahrzeug. Und na klar kann man jetzt sagen, sie haben die Hardware verbaut, also kann ich ja wohl erwarten, dass die Funktion drin ist. Nein, denn Tesla hat niemals damit geworben, dass die LED-Matrix-Funktion verbaut wird und dass es ein Software-Update geben wird. Das war nie ein Versprechen von denen. Das haben sie jetzt erst angekündigt und man bekommt es so gesehen damit geschenkt. Ein oft kritisierter Punkt von Tesla ist der Innenraum, der so super minimalistisch ist, dass es gar keine Knöpfe mehr gibt. Verstehe ich, aber es gibt eine ganz einfache Lösung. Vielleicht kennt ihr die Firma Enhanced, die haben schon seit einiger Zeit die sogenannten Sexy Buttons im Angebot. Das sind diese kleinen Knöpfe hier und die könnt ihr mit allen möglichen Shortcuts belegen. Ich habe zum Beispiel einen unter der Lenksäule, einen hinter dem Display und zwei easy erreichbar an der Armlehne der Mittelkonsole. Ganz neu haben sie den Sexy Knob auf den Markt gebracht. Das ist dieses Ding hier in der Mittelkonsole. Es sieht nicht aus wie irgendein AliExpress-Zubehörteil, sondern es könnte so offiziell
offiziell von Tesla kommt. Ihr habt 4 Knöpfe und ein Drehrad mit Display. Auch hier könnt ihr alles frei mit praktischen Shortcuts belegen. Das ist auch keine bezahlte Werbung oder so. Ich bin einfach nur begeistert von dem Produkt und kann mir vorstellen, dass es für Leute, die mit dem minimalistischen Innenraum bisher nicht so gut klargekommen sind, eine gute Möglichkeit ist, sich vielleicht doch mit einem Tesla anzufreunden. Mich haben auch schon einige gefragt, was mein nächstes Auto wird. Gerade nach meinem letzten Video, wo es so einen Mini-Joke-Teaser gab, haben einige auf Porsche getippt und ich mag die Autos einfach total gerne. Aber bleiben wir mal realistisch, die sind auch verdammt teuer. Wobei mir auch aufgefallen ist, dass der Porsche Taycan extrem im Preis gefallen ist. Also ich erwische mich häufiger mal, dass ich bei mobile.de schaue und feststelle, dass ein Taycan Turbo S, der vor ein paar Jahren als Neuwagen Liste über 200.000 Euro gekostet hat, dass man den jetzt mit Werksgarantie und 60.000 Kilometern und direkt vom Porsche-Händler mit einer guten Ausstattung für unter 90.000 Euro bekommt. Also das ist echt brutal. Aber aktuell bin ich einfach super happy mit meinem Model 3 und auch gerade die Umbauten waren echt teuer genug. Ich erfreue mich aber auch jedes Mal, wenn ich das Auto sehe, an jedem einzelnen Detail, was hier gemacht wurde. Deswegen, selbst wenn ich jetzt einen Porsche gebraucht zum guten Preis bekommen würde, dann wäre es zwar ein cooles Auto, aber es wäre halt nicht so stark modifiziert wie mein jetziges und das würde mir, glaube ich, fehlen. Irgendwann in den nächsten Wochen soll ja auch noch das neue Tesla Model 3 Performance vorgestellt werden. Das soll über 650 PS bekommen, ja, also nochmal über 100 PS mehr als dieses Model 3 hier und es soll ein adaptives Fahrwerk geben. Also ich bin extrem hyped auf dieses Auto, ich bin mir aber trotzdem zu 90% sicher, dass ich mir auch das nicht kaufen werde, weil es eben trotzdem auch nochmal teurer ist. Also ich müsste effektiv trotzdem drauf zahlen und dann hätte ich halt auch nicht mehr mein modifiziertes Model 3. So wirklich, ganz ehrlich, komplett hyped bin ich erst auf den Porsche Cayman, wenn der hoffentlich bald rauskommt. Ein Sportwagen rein elektrisch, das muss eine Menge Spaß machen und dann noch ein geiles Fahrwerk dazu und so ein kleines, leichtes, kompaktes Auto oder auch der Tesla Roadster, aber der soll auch wieder ziemlich teuer werden und absurde Technik verbaut haben, aber so auf diese Art von Autos, auf die bin ich hyped, aber bis dahin bin ich auch mit dem Model 3 echt wirklich komplett zufrieden. Ich bin ganz ehrlich, das Auto hat meistens sogar mehr Platz, als ich brauche und selbst zu viert kann man hier mit ein bisschen Tetris-Erfahrung auch gut in den Urlaub fahren für 2 Wochen. Ich spreche da aus Erfahrung. Oder wenn ich Bock habe, kann ich hier drin mal problemlos campen. Ich klappe die Sitze um, lege eine Matratze rein und schon kann ich, egal wo ich bin, einfach schlafen. Oder ich nehme an einem Trackday teil und habe eine ganze Menge Spaß. Also das Auto bietet mir eigentlich alles, was ich mir von einem Auto so erträumen kann. Neben der Leistung selbst gab es aber einen expliziten Grund, weshalb ich mir das Model 3 Performance gekauft habe. Und das ist der Track Mode. In diesem Modus kann man völlig frei einstellen, wie das Auto agieren soll, wie viel Leistung auf die Vorderachse und wie viel Leistung auf die Hinterachse gehen soll, wie sehr die Traktionskontrolle eingreifen soll und wie stark die Rekuperation sein soll. Links im Display hat man dann eine Anzeige, wo man alle Temperaturen im Überblick behalten kann, wo man sehen kann, wie warm der Akku ist, wie warm die Bremsen sind, wie warm die Motoren sind und so weiter. Außerdem gibt es darunter dann auch noch ein G-Meter, was auch ultra praktisch ist, wenn man auf der Rennstrecke ist. Und wenn man auf dem Display eine Zielflagge setzt, dann kann man außerdem auch noch seine Rundenzeiten messen und man kann Telemetriedaten und eine Dashcam aufnehmen, um zum Beispiel nach der Runde auf der Rennstrecke schauen zu können, wo man Zeit verloren hat oder wo man in der nächsten Runde dann dementsprechend die Zeit reinholen kann. Das ist so super cool. Ich benutze den Track Mode zwar nicht super oft, weil ich im Normalfall auf der Straße unterwegs bin und von A nach B kommen möchte, aber ich war letztes Jahr einmal auf dem Salzburgring, wo ich an einem Track Day teilgenommen habe, was extrem viel Spaß gemacht hat und da hat es natürlich auch super viel Laune gemacht, mit den ganzen Settings rumzuspielen, die Unterschiede selbst zu spüren und auch so, wenn ich mal auf einer abgesperrten Teststrecke unterwegs bin, dann macht es auch Spaß, mal ein paar Kreise mit dem Auto zu drehen, nachdem man kurz den Track Mode reingehauen hat. Man hat kurz Spaß, diese Unterschiede von Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit und Track-Performance zu spüren mit dem Auto, es ist einfach super genial. Wenn es eine Sache gibt, dann ist es aber, dass die Kühlung noch besser wird, weil obwohl der Track-Mode schon mehr aus der Kühlung rausholt, habe ich es schon ein paar Mal geschafft, dass die Kühlung an eine thermische Grenze gekommen ist und dadurch die Performance vom Auto eingeschränkt wurde. Aber ihr merkt es, alles in allem bin ich mit dem Auto wirklich extrem happy und ich würde mir jederzeit wieder einen Tesla kaufen, wenn ich gezwungen wäre, mir ein neues Auto zu kaufen. Aber glücklicherweise habe ich gerade somit das coolste Auto,
was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ich freue mich auf die nächsten 50.000 Kilometer oder noch mehr. Abonniert den Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, ciao.